Hallo, schön, dass du hier bist. Heute erzähle ich dir, wohin mich mein Weg auf der Lindenallee am See entlang geführt hat. Es war im Juni. Die milde Luft war von Vogelgezwitscher und Bienengesumm erfüllt. Von ferne hörte ich Kinder rufen, die gerade Fußball auf der Wiese im Park spielten. Ich wollte wissen, wohin mich die Lindenallee am Ende führte. Denn bisher hatte ich immer nur eine kleine Runde gedreht und war irgendwann in der Mitte des Weges querfeldein abgebogen. Aber heute wollte ich es wissen. Wohin führt dieser Weg? Die Allee war so lang, dass ich ihr Ende in der Ferne nicht erkennen konnte. Neben mir auf der Wiese zum See saßen Enten und putzten sich ihr Gefieder oder dösten vor sich hin. Auf dem Wasser konnte ich in der Ferne ein paar Segelboote erkennen. Sie schwebten scheinbar über die Wasserfläche hinweg, dem gleißenden Horizont zu. Über dem See zogen Möwen ihre Runden. Manchmal kreischten sie laut auf. Ich fühlte mich leichtfüßig und abenteuerlustig. Was lag wohl am Ende der ellenlangen Allee? Beim Laufen fing ich an, über Dinge nachzudenken. Ich ließ meinen Gedanken freien Lauf und merkte, wie manchmal angenehme Lösungen für meine bisherigen Bedenken in mir aufblitzten. Es war, als lockere das einfache Gehen meinen Geist und ich kam zu guten Lösungen, die mich in ihrer Einfachheit erleichterten und insgesamt fröhlich stimmten. Und endlich sah ich in der Ferne eine steinerne Mauer mit einem kleinen Gartentor. Das Tor war mit einem einfachen dicken Metallriegel verschlossen. Ich öffnete den Riegel und stand unversehens und überwältigt an einer mir bis dahin unbekannten Stelle der alten Gärtnerei. Frohgemut eilte ich mit meinen Freunden zum Gartencafé und bestellte dort frisch gebackenen Kuchen, Saft und Tee. Und dann saßen wir lange dort und schwatzten bis in den späten Abend hinein. Nämlich bis das Café seine Pforten schloss. Mach's gut und bis bald!